made to not just inherit the future, but rethink it. We were made to not just break the mold, but create a new one. We were made to find a new way forward that's more inclusive. More us, without limits. Even without walls. Forming new blueprints for the future. From wherever we open our laptops. Innovating better ways to connect with the natural world while out experiencing it. Rethinking how we motivate the world. How we collaborate. And even how we show up. Engaging. Sharing. Then visualizing what's next. We were made to rethink it all. Just watch us. Just watch us. Just watch us change the world. From anywhere. Sie ist keine Ärztin, aber ohne sie könnten wir Krankheiten nicht erfolgreich bekämpfen. Really? Wirklich. That's cool. Er hat noch nie eine Pflanze gegossen, aber dank ihm kann dieser Landwirt solche Riesen züchten. Und dieser IT-Profi wird nie Hausaufgaben aufgeben, aber er ist entscheidend für Ihre Ausbildung. Sie sind die unbekannten Helden. Die unsichtbaren IT-Experten, die sich den größten Herausforderungen stellen. Mit unseren Geräte- und Infrastrukturlösungen. Lenovo. Smarter Technology for all. Out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. Yeah, running out of patience. I'm about to make my move right now. I'm about to make my move right now. So, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Lenovo Update. Heute mal mit dem Thema Update ThinkStation P620. Mein Name ist Stefan Hummel von der Firma Lenovo.
bin auch hier hauptsächlich dafür verantwortlich für die etwas technischeren Aspekte so rund um das Thema Workstations und High-End-PCs. Und eigentlich so eins vorab, wenn Fragen sind, am besten hier in den Chat mit reinstellen, dann würde ich die im Zweifelsfall direkt mit beantworten. Oder halt, wenn es ein bisschen komplexere Sachen sind, die nicht direkt mit reinpassen, dann würde ich es dann am Ende von der Präsentation beantworten. Das Handout zu der Präsentation finden Sie wie immer auch hier im GoToWebinar. Da ist dann einmal das Handout mit dabei. Also man kann sich das gerne dann als PDF hier auch schon mal runterladen. Ja, worum dreht sich es heute? ThinkStation P620 ist unsere AMD Threadripper Pro basierende Plattform. Also schon eigentlich eher so ein bisschen was High-Endigeres. Wo positioniert die sich und was macht man eigentlich so damit? Da kommen wir eigentlich dann dazu, warum wir jetzt auch dann hier einen Refresh mit dabei haben. Die P620 ist so ein bisschen was Besonderes bei uns im High-End-Portfolio. Generell muss man sagen, ThinkStations sind bei uns halt die Geräte, die so unter diesem Oberbegriff Workstations laufen und hauptsächlich für sehr anspruchsvolle, rechenintensive, komplexe Anforderungen, Programme oder was auch immer wirklich eingesetzt werden. In diesem Portfolio selber haben wir auch nochmal verschiedene Geräte, die wir anbieten in unterschiedlichen Plattformen. Da gibt es zum Beispiel unsere P300-Baureihen, die halt eher aufgebohrte PC-Architektur sind, wo ich halt hochgetaktete CPUs habe, aber nicht allzu viel Kerne und wo auch die Systeme relativ klein und kompakt sind. Daneben gibt es die ganz großen Systeme, die P27, P29. Das sind unsere Dual-Prozessor-Plattformen, basierend auf Intel Xeon SP-CPUs. Und die sind mehr oder weniger, naja, eigentlich Server in Desktop-Geräten, wo ich halt auch, naja, mehrere Terabyte Arbeitsspeicher, wie gesagt, zwei CPUs mit reinbekomme, einen Haufen Zeug mit reinbekomme. Und dann gibt es die goldene Mitte. Das ist das, was wir hier so im grünen Bereich sehen. Das sind dann unsere Single-Prozessor-Varianten. Die gibt es einmal als Intel-Plattform. Das ist die P520C und die P520 basieren hier auf dem Sockel 2066 mit den Intel Xeon W22 CPUs und ist im Grunde genommen so die solide Mittelklasse, kann man auch sagen. So mehr oder weniger der, naja, sagen wir mal, der Skoda unter den Workstations vielleicht auch. Und wenn es dann ein bisschen mehr sein darf, dafür haben wir dann die P620. Das ist dann die Variante im Workstation-Segment mit einer AMD-Plattform. Der nennt sich hier halt Threadripper Pro, bietet von 12 bis 64 Kernen an, kann ich auch durchaus einen Terabyte Arbeitsspeicher reinsetzen und das ist eine Lenovo-exklusive Plattform. Also wenn man hier so ein Gerät positionieren kann, habe ich ja durchaus auch ein paar Vorteile, meistens gegenüber dem Mitbewerb, weil die Leistungsklassen, die Performance oder auch diese Plattform generell gibt es halt wirklich nur von der Lenovo. Und worum dreht sich es hier halt heute? Wenn wir uns die P620 angucken, dann hat die ein paar Features, die ich sonst in anderen Systemen nicht so unbedingt finde. Generell ist es eine recht moderne Plattform. Wir haben hier PCI Express 4.0 mit drin. Wir haben aber auch eine Plattform, die eine Menge Bandbreite bietet. Also gerade wenn ich eine Menge Daten, Informationen hin und her schieben möchte, dann ist das Ding eigentlich ideal dafür. Weil ich habe hier so eine Menge PCI-Express-Lanes. PCI-Express-Lanes brauche ich immer dazu, wenn ich Steckkarten in den Rechner einbaue. Und man sieht das hier unten mal auf dem Bild. Ich hole mir mal gerade den Stift dazu. Für jeden von diesen Steckplätzen, die hier drin sind, brauche ich 4, 8, 16 PCI-Express-Lanes. Und wenn ich hier dann von diesen Steckplätzen halt 5 Stück halt habe, mit jeweils 16 Lanes, dann brauche ich da schon einige von. Und je mehr ich davon habe, umso mehr Informationen kann ich halt in Echtzeit oder möglichst performant halt durch die Plattform halt auch durchschieben. Das zieht sich ein bisschen weiter. Auch solche Sachen, Arbeitsspeicher muss halt schnell sein, der muss auch groß sein. Wir arbeiten hier mit einer 8-kanaligen Speicherarchitektur, die es uns halt erlaubt, natürlich auch diese Informationen, die wir hier verarbeitet haben, möglichst schnell abzuspeichern, abzulegen und halt dann nachher auch wieder auf den Massenspeicher rauszuführen. Und im Verhältnis halt, als Beispiel meine P350, die halt nur ein zweikanaliges Speicherinterface hat, bin ich hier viermal so schnell mit 8 Kanälen.
Wir haben eine 10 Gigabit Ethernet-Schnittstelle an Bord, dass man natürlich auch die Daten möglichst schnell ins System und halt auch wieder rausbekommt. Also generell ist es eine Plattform, die halt darauf prädestiniert ist, halt möglichst schnell Daten und Informationen zu berechnen und zu bearbeiten. Was ändert sich jetzt? Wir werden bei dieser Plattform eine neue CPU-Serie bekommen. Aktuell sind das diese 3000er-Serien und wir gehen jetzt hier auf die 5000er-Serie. Gut, hört sich jetzt erstmal nicht nach so viel an. Denkt sich der ein oder andere auch, warum erzählen wir das denn jetzt hier auch? Aber letzten Endes ändern sich damit halt einige Sachen. Zum einen ändert sich die Basisarchitektur. AMD nennt das immer Zen. Da gibt es halt Zen 1, 2, das hatten wir vorher, jetzt gibt es ein Zen 3. Und dazu kommen halt ein paar zusätzliche Features. Zum einen gehen die Taktraten nach oben, also dass wir insgesamt halt auf der gleichen Plattform etwas mehr Performance halt draufkriegen. Und aber auch der interne Aufbau ändert sich. Der zweite, aber charmante Vorteil ist, dass diese neue CPU-Serie vom Sockel, vom Interface, also das, wie ich die verbaue, bleiben die gleich. Und die kann ich halt auch in bestehende Systeme halt einbauen. Und wir können unsere P620 letzten Endes dann sogar mit beiden bestücken. Und es wird auch beides verfügbar bleiben. Also wir werden die 3000er und jetzt auch die neue 5000er-Serie beide weiterführen. Ein großer Unterschied gegenüber dem, was wir vorher haben, ist letzten Endes der interne Aufbau. Und ich will damit mal ein Highlight mal rausziehen. Das ist letzten Endes, wie diese großen AMD-CPUs konzeptioniert oder intern aufgebaut sind. Je nachdem, wie viele Kerne ich da drin habe, ob man da jetzt einen 12-Kerner, 16, jetzt neu auf 24, 32, 64 Kerne halt hat, arbeiten die mit sogenannten Chiplets oder halt auch CCDs, Komplexen nennt sich das Ganze. Und in der Vergangenheit war das so, dass man jeweils vier von diesen Kernen zusammengefasst hatte, die dann halt intern auf einen bestimmten Cache-Bereich, also Arbeits- oder Speicherbereich zugreifen konnten. Und immer wenn ich halt außerhalb meiner vier logischen Kerne oder meiner vier echten Kerne halt war, dann wurde das Ganze halt immer ein bisschen schwieriger. Das macht es halt für die Programme, aber auch fürs Betriebssystem durchaus manchmal etwas schwieriger, die Prozesse genauso einzusortieren, wo sie hin müssen, wo der Speicher lokalisiert werden soll. Und ich habe dann durchaus immer so ein bisschen, federn lassen müssen. Also ich hatte halt so einen gewissen Overhead bei meiner Performance immer mit dabei. Und das können wir jetzt mit der neuen Architektur effizienter machen. Ich fasse dann halt tatsächlich nicht nur jeweils vier Kerne zusammen, sondern ich habe jetzt halt 8 Kerne, also dass ich jeweils 8 Cores und damit 16 Threads deutlich effizienter halt verwalten und organisieren kann. Und das führt unterm Strich dazu, dass ich tatsächlich dann halt auch mehr Leistung habe. Was das heißt, komme ich nachher mal so am zweiten Teil der Präsentation dazu. Wenn wir uns die einzelnen CPUs halt mit angucken, dann sieht man zum einen, es werden ein paar mehr oder nicht ein paar mehr, sondern eine CPU mehr. In der Vergangenheit hatten wir einen 12-Kerner, einen 16-Kerner, einen 32er und einen 64-Kerner. Und jetzt neu mit dazugekommen ist ein 24-Kerner, der letzten Endes so diese doch größere Lücke im Bereich zwischen 16 und 32 Kernen halt auch wirklich schließt, um damit halt auch nochmal besser auch verschiedene Szenarien halt abbilden zu können. Von den Produktnamen bleibt es tatsächlich relativ gleich. Also aus einem 3945 WX, wie wir ihn hier halt hier unten sehen, wird halt ein 5945 WX. Also man weiß halt, der 45 oder mit der 45 am Ende ist halt der 12-Kerner und der 55, das ist der 16-Kerner und sagen wir ein 95, das ist halt der 64-Kerner. Dann, wie gesagt, Taktraten gehen auch nach oben. Zum einen halt im Maximal Turbo-Takt, dass wir da jetzt dann insgesamt auf 4,5 Gigahertz kommen. Das hört sich jetzt noch nicht nach so viel an, gerade wenn man das mit teilweise mit Intel-Architekturen vergleicht, die manchmal auch sogar über 5 Gigahertz takten. Aber der große Vorteil von den AMD-Architekturen ist, dass die pro Taktzahl oder pro Taktzyklus tatsächlich auch mehr Befehle durchführen können. Also man kann die
Befehls oder die Taktrate da nicht 1:1 vergleichen. Aber es ist halt grundsätzlich so, dass es auch hier nach oben geht. Je nach Plattform ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber im Grunde genommen kann man jetzt nochmal deutlich mehr mit rausholen. Jetzt, wenn wir uns mal überlegen, wofür ist sowas dann tatsächlich halt auch gut? Grundsätzlich, was ich am Anfang gesagt habe, ist es eine Plattform, die eine unglaubliche Menge an CPU-Kernen hat, eine unglaubliche Menge an Daten durchschieben kann in das einer sehr, sehr schnellen Zeit. Und das prädestiniert diese Plattform halt für Applikationen, für Anwendungsszenarien, wo genau das halt auch ein Schwerpunkt ist, wo es wichtig ist. Und ich habe mal drei Beispiele rausgeholt. Das eine ist dieser Bereich Media und Entertainment. Das heißt, überall da, wo ich Content erzeuge, Bilder gestalte, Videos bearbeite, 3D-Renderings zum Beispiel mache, da werden halt eine Menge Bilder erzeugt, ja, Bilder gerendert, Daten durchgespielt, Berechnungen halt auch gemacht. Und wenn man sich das mal anguckt, diese Programme, die halt dazugehören, das ist sowas aus dem Hause Adobe. Da gehört zum Beispiel Premiere Pro oder auch ein After Effects dazu, aber auch sowas wie ein Photoshop oder ein Illustrator. Oder wenn es halt in den Bereich wirklich 3D-Content Creation geht, also wirklich 3D-Modeling, ist das ein 3D-Studio Max, ein Maya, ein Blender, ein Cinema 4D oder halt natürlich Videobearbeitung mit Mari, mit DaVinci Resolve zum Beispiel auch. Also überall, wo ich eine Menge Informationen durchschiebe. Und wir haben mal hier ein kleines Video mit dabei mit so einem 1:1 Vergleich, was das im Zweifelsfall halt auch heißt. Videos sind tatsächlich leider nicht immer so ganz so gut hier mit dem GoToWebinar zu sehen, aber man sieht im Grunde genommen mal so einen Vergleich Intel-Plattform, AMD-Plattform. Und wenn wir uns das hier mal angucken, dann läuft dieser Cinebench. Cinebench ist halt ein Benchmark für Cinema 4D. Der läuft ungefähr zweimal so schnell wie letzten Endes das, was ich auf diesen Intel-Plattformen habe. Und das teilweise sogar noch für deutlich weniger Geld. Was heißt das unterm Strich? Wenn wir uns das mal mit verschiedenen Benchmarks hier halt auch wieder angucken, jetzt auch mal von Plattform zu Plattform gerechnet, also von den alten CPUs hin zu den neuen CPUs, dann haben wir hier jeweils den Bereich, das sind die 39, man nennt sie auch Castle Peak basierenden CPUs und oben drüber die 9. Und hier kann man durchaus sehen, wir gehen hier halt bei einem V-Ray Benchmark von 3,57 auf 4,31 für den 64-Kerner oder von dem 2,27 von 2,88 auf 2,88 für den 32-Kerner. Also ich habe hier einen Performance-Vorteil, der liegt so zwischen 20% und 30% auf der gleichen Plattform. Also ohne, dass ich jetzt hier wirklich ein grundsätzlich neues System halt habe, bekomme ich 20% bis 30% mehr Renderleistung unten drunter. Und das hört sich jetzt auch nicht nach so viel an, aber wenn man sich diese Anwendungsszenarien hier wirklich dann mal anguckt, was das heißt, haben wir hier mal, das heißt nicht ein Benchmark, aber mal einen Rendering-Prozess gemacht. Wenn ich solche Filme erzeuge, also 3D-animierte Filme, dann muss ich die nachher rendern. Und jede Minute oder jede Sekunde Film, die hier halt gerendert, also erzeugt wird, berechnet wird, dauert Stunden. Also es dauert wirklich eine Ewigkeit. Und der ein oder andere mag das kennen. Also es gibt von der Blender Foundation, gibt es immer so eine Art Referenz-Animationsfilme, die man sich auch selber runterladen und rendern kann. Wir haben das mal hier mit dem Film Spring gemacht. Der dauert in Summe 7 Minuten 44 und wir haben das mal einmal auf einer P920 gerechnet mit zwei Xeon Gold 6226R CPUs. Da dauert das Ganze 64 Stunden. Das ist eine Menge. Also 64 Stunden ist halt schon wirklich eine ganze Zeit. Dazu haben wir das gleiche Projekt, gleiches Ergebnis mal auf einer P620 gerechnet. Auf einem 32-Kerner. Da ist das Ganze 29% schneller, also fast ein Drittel schneller. Und das heißt unterm Strich, dass ich statt 64 Stunden nur noch 45 Stunden brauche. Und das würde zum Beispiel auch heißen, ich wäre übers Wochenende damit fertig, während ich halt bei der anderen Maschine nochmal einen Tag dazu brauche. Dazu kommt, die Maschine ist auch nochmal 21% schneller, also sie ist kostengünstiger. Und wenn wir das jetzt auf die neuen Plattformen sehen, also jetzt mit diesen neuen Threadripper Pro-Varianten, dann ist die natürlich noch mal schneller. Wir holen noch mal einiges mehr an Performance raus.
die ist dann nicht nur 29% schneller, sondern 54% schneller. Und statt den 64 Stunden rechnet die dann nur noch 36 Stunden. Also ich bin nach anderthalb Tagen tatsächlich sogar damit fertig. Und dann rechnet sich sowas auch. Weil wenn ich hiermit natürlich dann, eigentlich dann 2, 3 Durchläufe mehr pro Woche halt machen kann, als ich das mit anderen Plattformen mache, dann hat sich das unterm Strich für mich schon eigentlich nach der ersten Woche rentiert. Ein zweiter Aspekt, wo wir auch solche Lösungen haben, ist, wenn ich teilweise in die CAD-Konstruktion mit reingehe. Wobei ich CAD-Konstruktion jetzt nicht die eigentliche Konstruktion nehme, also nicht dieses eigentliche, sagen wir, Computer-Aided Design, was ich jetzt mit einem Inventor, CATIA oder auch einem SolidWorks mache, also wo ich tatsächlich meine Baugruppen erzeuge, wo ich mein eigentliches Teil erzeuge, sondern nachher, wenn es in den CAM-Bereich reingeht, also ins Computer-Aided Manufacturing, wenn ich die Baugruppen, die Komponenten, die Produkte, die ich entwickelt, Design habe, wirklich dann halt auch mal fräsen lassen möchte. Und auch hier kommt halt dazu, dass man solche Sachen recht aufwendig berechnen und auch simulieren muss. Und da kann man auch wieder eine recht interessante Rechnung aufmachen. Auch ein Beispiel. Wir haben eine Simulation für eine 5-Achs-Fräsmaschine mit dabei. Und wenn man sich das mal so hochrechnet, dann sieht das Ganze so auch aus. Wieder hier dieser Vergleich P920 gegen P620, dass diese reine Simulation 34 Minuten dauern würde. Mache ich es auf einer P620, sind es nur 26 Minuten. Na gut, senkt man sich auch. Das sind jetzt 8 Minuten mehr. Aber auf der anderen Seite, allein diese Kosten, die ich für andere Sachen halt habe, die abhängig sind davon, sind enorm. Schönes Beispiel, allein die Software, die ich dafür brauche, die kostet mich 13.500 Euro einmalige Anschaffungskosten. Dazu kommen noch 2.700 Euro pro Jahr an Wartung. Also ich habe fast habe ungefähr 16.000 Euro pro Jahr, was mich allein diese Software kostet. Und wenn ich das mal auf eine Stunde runterrechne, dann haben sich auch diese 8 Minuten durchaus irgendwann schon, wirklich amortisiert. Eine zweite Sache ist dazu, auch diese Maschine, die ich halt irgendwo dann im Einsatz halt habe, die hat einen sogenannten Maschinenstundensatz. Also was kostet mich diese Maschine, wenn sie da rumsteht und wenn sie im Einsatz halt auch ist? Und man rechnet hier durchaus 100 bis 250 Euro pro Stunde. Und damit kann man halt durchaus sagen, 8 Minuten ist ein Haufen Geld. Da habe ich durchaus, diese 8 Minuten bringen mir durchaus 30, 40, 50 Euro mehr Geld unterm Strich, also für den Kunden mehr Effizienz. Und damit hat sich auch so eine Maschine extrem schnell amortisiert. Und jetzt sehen wir natürlich auch hier wieder 33% mehr Performance. Die Maschine ist auch günstiger. Und auch hier das Gleiche, wenn wir das jetzt auf die neuen Plattformen halt sehen. Auch hier wieder ungefähr 20 bis 25% schneller. Von 26 Minuten werden wir nochmal 5 Minuten schneller. Wir gehen dann auf 21 Minuten. Das heißt, wir sind fast 60% schneller. Die Kosten gehen einen Tick nach oben, weil die neuen CPUs etwas teurer sind. Aber auch hier sind wir immer noch etwa 14% günstiger. Und wirklich jede Minute, die ich hier einrechne, ist für mich letzten Endes bares Geld. Dritter Anwendungsfall, Simulation. Also überall, wo ich eigentlich diese Produkte, die ich mal jetzt entwickelt und designt habe, wirklich testen muss. Hält die Struktur wirklich die Gewichte aus, die ich entwickelt habe? Sind die Temperaturverformungen genauso, wie ich mir das vorstelle? Ist vielleicht auch eine Flüssigkeitsverteilung in den Rohren so, wie ich das haben möchte? Dafür brauche ich auch wieder spezielle Programme. Da gehört sowas zu wie ein Ansys Mechanical oder wenn es Richtung CFD geht, ein Ansys Alice Diner, Dassault Simulia, Nastran. Also gibt es auch einiges an Programmen. Und auch bei diesen Programmen samt und sonders so, dass die alle davon profitieren, dass ich, wenn ich sehr schnell Daten parallel verarbeiten und durchs System schieben kann. Und es sind halt auch Programme, die halt tatsächlich auch mit einer Menge CPU-Kerne umgehen können. Mit einer gewissen Einschränkung, weil grundsätzlich ist es halt so, dass ich halt bei diesen Programmen diese Lizenzen halt manchmal limitiert sind. Also ich kaufe eine Basislizenz, dann kann ich vielleicht nur 4 oder 8 Kerne benutzen und muss dann halt nochmal extra Lizenzen dazu kaufen, um überhaupt
meine ganzen CPU-Kerne einsetzen zu können. Wir haben hier mal auch einen kleinen Benchmark zu Ansys Mechanical, der das ein bisschen darstellt, wo ich denn wie welche Performance erwarten kann. Will ich gar nicht zu sehr ins Detail rein, das darf man sich gerne dann auch im Handout angucken. Aber was heißt das auch wieder? Hier letzten Endes, ich kann halt mit diesen AMD Threadripper basierenden Plattformen effizienter, je nachdem kostengünstiger oder auf der Hardware-Seite oder auf der Software-Seite kostengünstiger sein. Auch hier wieder dieser Vergleich mit der aktuellen Plattform. Und hier muss man mal eine grundsätzliche Software-Kostenrechnung auch mit aufmachen. Ein Ansys Mechanical in der Basislizenz kostet mich ungefähr 30.000 plus nochmal etwa 4.500 Euro an Wartung pro Jahr. Die Basislizenz bringt letzten Endes 4 Kerne mit. 4 Kerne heißt, ich darf in meinem Rechner 4 Kerne benutzen, mehr nicht. Wenn ich mehr Kerne benutzen möchte, muss ich sogenannte MPI-Lizenzen dazu kaufen. Und die erlauben halt dann je nach Ausgestaltung halt, dass ich 8, 16, 32 Kerne halt mit dazu nehme. Und für jede MPI-Lizenz muss ich nochmal extra Geld bezahlen. Das heißt, einmal pro Basiskosten sind da 8.000 Euro pro Lizenz und da kommen nochmal 1.500 Euro an Wartung nochmal mit dazu. Und so kann man sich das mal ein bisschen hochrechnen. Ein Ansys Mechanical für 24 Kerne würde mich auf 3 Jahre etwa 68.000 Euro kosten. Für 60 Kerne sind schon 81.000 Euro. Und da muss man sich dann manchmal überlegen, was ist effizienter? Kann ich halt mit weniger Kernen die gleiche Leistung erreichen? Dann ist vielleicht ein Mehrpreis für die Plattform auf der Hardware-Seite, auch wenn ich da vielleicht ein paar hundert Euro oder vielleicht auch 1.000 Euro mehr bezahle, vollkommen egal, weil die Software wäre deutlich teurer. Ich würde halt dann vielleicht für die Software dann tatsächlich halt dann meine 13.000, 14.000 Euro mehr auf die 3 Jahre ausgeben. Deshalb ist die Hardware hier ein bisschen vernachlässigbar. Und hier haben wir dann im Grunde genommen 2 Varianten, wo man hingehen kann. Ich kann halt sagen, ich gehe auf eine P620, die dann halt statt 2x28 Kerne halt auf einer Intel-Plattform dann nur mit 32 Kernen halt rechnet, von denen wir dann 24 Kerne benutzen würden, dann habe ich hier halt den Vorteil, dass die Performance zwar ein bisschen nach unten geht, also wir haben hier etwa 10% wird das Ganze langsamer, aber zum einen wird die Hardwarekosten gehen nach unten, aber vor allem hauptsächlich die Softwarekosten gehen nach unten. Also ich würde bei halt einem 10% niedrigen Performance, würde ich unterm Strich, naja, jetzt hier mal gut 15.000 Euro tatsächlich halt an Software- und Hardwarekosten sparen, weil ich diese größeren Lizenzen nicht brauche. Gehen wir dann den anderen Weg, also ich sage, gut, ich brauche Performance, mir ist es egal, was es kostet, dann kann ich sagen, für das gleiche Geld, dann nehme ich lieber 2 P620 und lasse die parallel rechnen, dann bin ich mal 82% schneller. Die Hardware ist ein bisschen teurer, also wir haben jetzt hier 2.800 Euro mehr, aber ich bin dafür halt auch 80% schneller. Gehen wir dann halt auf die neuen Plattformen, da sieht es dann tatsächlich sogar noch mal ein bisschen besser aus. Die Rechnung auf der Software-Seite bleibt die gleiche. Aber dadurch, dass wir performancemäßig jetzt hier hochgehen, sehen wir, dass wir selbst bei der 1-CPU oder bei dem 1-System die Performance halt immer noch 10% schneller ist. Und bei dem 2, wenn wir mal 2 Systeme halt nehmen, dann bin ich sogar 118% schneller. Und das ist im Grunde genommen so ein, wie heißt so schön, so ein No-Brainer. Also wenn man halt sagt, ich brauche unbedingt halt Leistung zu niedrigen Kosten, dann ist diese AMD-Plattform letzten Endes das ideale Gerät. Also überall, wo ich tatsächlich eine Menge Performance brauche, wo ich eine Menge Daten durchschiebe, parallel arbeiten kann, dafür ist die P620 prädestiniert. Und halt mit diesen neuen CPUs habe ich halt nochmal so etwa 20-25% an mehr Leistung in der gleichen Plattform. In dem Handout habe ich auch nochmal 1-2 Slides mit dazu, technische Daten, Informationen dazu, was kann ich da wo reinbauen, da will ich gar nicht zu sehr ins Detail halt reingehen. Was man nur wissen sollte ist, in die Plattform bekommen wir durchaus auch einiges an Grafikkarten. Wir können zum einen die professionellen Karten aus dem Hause Nvidia verbauen. Wir können aber auch Nvidia GeForce Karten hier verbauen.
Und eine zweite Sache ist, wir können das Ganze auch mit Linux anbieten. Also wir haben sämtliche unserer Lenovo ThinkStations, können wir mit einem Ubuntu Preload anbieten. Und wir haben dazu noch die Zertifizierung auch für ein Red Hat Enterprise Linux. Also wer da Bedarf hat, der kann es entweder ab Werk mit Ubuntu oder natürlich auch sein eigenes Linux mit drauf installieren. Hier haben wir das System nochmal von vorne, von links und von der Seite. Oder von der Rückseite und nochmal einiges an Daten dazu, aber das darf man sich gerne auch in Ruhe dann nachher nochmal angucken. Ein letztes Slide, was ich nochmal zeigen möchte, weil ich hatte es eben schon mal gesagt, auch Kosten gehen hier tatsächlich ein bisschen nach oben. Und was wir hier auf diesem Slide mit sehen, sind jeweils die empfohlenen Verkaufspreise. Das ist jetzt nicht unbedingt genau das, was man jetzt bei der Lenovo 1:1 dafür bezahlt, aber das ist ungefähr ein Rahmen, in dem man sich da bewegen wird. Und wenn man sich das mal anguckt, sieht man halt, ich zahle etwa 10, je nachdem, oder sagen wir mal 5 bis 15% mehr für die CPUs, bekommen aber auf der anderen Seite etwa 15 bis 30% mehr Leistung, je nach Anwendungsszenario. Insgesamt kann man sagen, je besser parallelisieren sich das lässt, umso besser skaliert es. Mit einer Ausnahme dazu, und das ist das, was wir hier unten, oder nicht eigentlich Ausnahme, sondern mit einer nochmal gravierenden Änderung mit dazu. Und das ist das, was wir hier sehen mit der sogenannten Single-Thread oder Single-Core-Performance. Weil da machen die CPUs tatsächlich auch einen großen Schritt nach vorne, weil die maximale Taktrate einen ganzen Schritt nach oben gegangen ist. Da haben wir hier Passmark-Werte mit drin als Single-Core. Da sehen wir, das geht von 2600 auf 3300 sogar nach oben. Und damit prädestiniert sich das selbst für Single-Threaded-Applikationen, von denen ich vielleicht noch mal einige mehr mit parallel ausführe. Da habe ich wirklich einen großen Sprung mit drin. Das ist es eigentlich dann von meiner Seite. Jetzt kam noch mal die Frage mit rein, ob sich am Kühlprinzip etwas geändert hat. Tatsächlich das nicht, auch vor dem Hintergrund, weil sich die TDP nicht geändert hat. Ich zeige das noch mal ganz hier vorne auf dem Slide. Die TDP bleibt weiter bei 280 Watt. Wir können das halt letzten Endes darüber abfangen, dass die CPUs etwas effizienter werden und sowohl bei den alten, was heißt nicht alten, aber bei den aktuellen Systemen, wie auch jetzt hier bei den neuen, sind wir bei 280 Watt und damit ändert sich auch tatsächlich an der Kühlsystem, Kühlleistung nichts. Ich meine, wir werden ein, zwei Optimierungen bringen wir auch natürlich immer mit rein, so in den laufenden Betrieb, aber grundsätzlich bleibt es gleich. Ansonsten komme ich damit dann auch dem Ende entgegen, kann eigentlich tatsächlich nur noch mal in die Runde die Frage stellen, wenn noch Fragen sind, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, das nochmal kurz in den Chat mit reinzustellen. Aber ich glaube, das sieht aktuell nicht danach aus. Sonst danke ich tatsächlich dann auch nur fürs Zuhören. Wie gesagt, das Handout. Es kam noch mal gerade die Frage rein, ab wann verfügbar. Die neuen CPUs werden verfügbar sein ab dem 21. April. Also das heißt, die ab jetzt grob in etwa vier Wochen, genau. Erst lieferbar ab Ende April. Und dann muss man aber auch dazu sagen, das ist unser Produktionsdatum. Bis man das dann wirklich in der Distribution auch findet und in Händen hält, darf man da durchaus noch mal ein paar Tage obendrauf rechnen, allein für Transport und Handling. Aber Produktionsdatum Ende April. Ja, dann ist es das eigentlich auch. Dann danke ich fürs Zuhören und für die Geduld. Wie gesagt, Handout kann man sich gerne auch nochmal runterladen. Und ansonsten freue ich mich natürlich wieder aufs nächste Lenovo-Update und wünsche sonst noch einen guten Nachmittag. Dankeschön und tschüss zusammen.